uns fehlt als Mannschaft noch definitiv die Wettkampfhärte. Wir schaffen es weder als einzelner Spieler noch als Gruppe, dem Gegner irgendwas wegzunehmen, was uns natürlich extrem wehtut in der Defensive. Rockets TV wird präsentiert von Vimodrom, der starke Partner für Ihre Gesundheit. Ich war emotional sehr beeindruckt von der Kulisse. Es war unglaubliche Werbung für den Basketball. Und nochmal, dass wir das hier in Thüringen mittlerweile so haben, auf dem Niveau. Ich glaube, da war die Qualität des Spiels auch dem angemessen. Wir haben in der Halbzeit besprochen, dass wir auf alle Fälle aggressiver als Mannschaft verteidigen müssen und den Jenensern irgendwas wegnehmen müssen. Und das haben wir nicht geschafft. Die Stimmung, die Atmosphäre hat für sich gesprochen. Dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen, ist mehr als ärgerlich und tut unheimlich weh. Den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müssen an Tübingen denken nächste Woche. Und wir hoffen, dass wir da dann einen Sieg davon tragen können. Ich glaube, am Ende haben wir verdient eigentlich verloren, weil wir hatten zweimal die Chance, das Spiel zu entscheiden, also zu unseren Gunsten, und wir haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen, das Spiel unter den Hut zu bekommen, und Jena ist erfahren genug und die haben am Ende auch Big Shots getroffen und wir einfach schlecht verteidigt. Also erstmal spielen wir nächste Woche noch ein Spiel, das extrem wichtig für uns ist, an unserer Verteidigung extrem hart und intensiv zu arbeiten, um in Tübingen zu gewinnen. Schade. Die Stimmung, da Kompliment an die Fans. Wir waren mit 3700 Gästen, Leuten hier in der Halle komplett ausverkauft. Am Wochenende, nächstes Wochenende in Tübingen, und da ganz, ganz wichtig, einen Sieg für uns einzufahren. Als Mannschaft konstant bleiben müssen und weniger Fehler machen müssen, um in Zukunft auch als Sieger vom Feld zu gehen.